Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida. Und wir sind heute hier zur 100. Folge Kingdom Come Deliverance. Wer hätte es gedacht? Ich habe noch nie so langes Let's Play gemacht. 100 Folgen haben wir jetzt. Also bald. Wir sind gerade dabei. Hier sitzt die Theresa. Ja, was wir heute machen. Der King Louis sitzt mir schon seit Ewigkeiten im Nacken. Geh mal zum Henker, geh mal zum Henker, geh mal zum Henker, geh mal zum Henker. Der Henker ist ganz in der Nähe. Ja, ich glaube, der Henker ist ganz in der Nähe. Wir gehen da, glaube ich, mal hin und gucken mal, was es da gibt. Da gibt es vielleicht eine Quest oder sowas. Ich weiß nicht, irgendwas wird er wohl wollen. Vielleicht will er mich auf die Nase hauen. Ich erinnere mich so ein bisschen an den Henker. Das ist jetzt schon 70 Folgen oder so aus her. Ich glaube, wir reiten den Umweg hier. Ja. Mit dem war irgendwas. Dem mussten wir den Ring klauen. Ich erinnere mich so dunkel. Wir mussten für den Müller hier den Ring klauen irgendwie. Ich habe da mehrere Folgen mit dran rumgemacht. Wusste nicht so richtig, wie es geht irgendwie. Und am Ende ist es dann so gelaufen, Vorsicht, Blitzel. Ist es so gelaufen, dass ich ihm gesagt habe, ich habe ihn überredet, was ist das? Was ist das? Ich habe ihn überredet, hör mal, die Theresa will was von dir oder sowas. Lauf mal hin, braucht irgendwas von dir oder du sollst irgendwas bringen oder irgendwie sowas. Und dann ist er mitten in der Nacht runtergestiefelt zu Theresa und ich habe dann in der Zeit seinen Ring klauen können. Was ist das für ein cooles Lager hier? Banditen? Ein interessanter Ort. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich bin da schon ein paar Mal da vorbeigelaufen. Höchst interessant. Mit Sonnensegel. Sehr schön. Ja, der arme Henker. Und dann, als ich fertig war und der Ring geklaut hatte, wo bin ich jetzt? Wo ist mein Pferd? Ach, da. Bin ich zurück zu der Wanderer. Zu Theresa galoppiert. Und hab dann auch gesehen, wie der Henker jetzt gerade aus Theresas Mühle rausgekommen ist. Und ja, der wird sich aufgeregt haben, dass er völlig umsonst dahin gelaufen ist und der Ring war weg hinterher. Also ich weiß nicht, vielleicht erinnert er sich an mich, dass ich ihn damals losgeschickt habe. Ah, oh, ist das schön hier. Ja, liebe Leute, Jubiläumsfolge. Unglaublich. Nicht, dass ich irgendwas Besonderes vorhätte. Es wird sich vielleicht ergeben, dass irgendwas Besonderes passiert. Wer weiß, ich nicht. Also ich habe keine Ahnung. Aber wir gucken mal einfach. Mal schauen, wie viele Folgen wir noch haben. So, also, Henker. Da oben ist sein Henkwerkzeug. Und hier ist der Henker mit seinem Hund irgendwo. Gehen wir mal gucken, was der will, ob der was hat. Was soll ich bloß tun? Hallo, Eliska, was ist los? Zähli! Quest begonnen, wie was? Frage an Henker. Achso, nach der weinenden Frau. Aha! Tja, hallo? Hör auf, Jan, du Freak. Was waren das letztes Mal für Spielchen, du Hundesohn? Ich bin umsonst zur Mühle gegangen. Verpiss dich und lass dich. Gerade noch befürchtet im Spiel hat sich das wirklich gemerkt. Hallo! Ich darf hier sein. Verpiss dich. Hallo, ich tut mir leid. Ich musste eine Quest machen. Oh. Du hast mich also zum Müller geschickt, wie? Was? Nun, das war nur so eine Art. Du hattest Glück. Er hatte tatsächlich Schulden und zahlte mir in seiner Furcht alles zurück. Was brauchst du dann? Der Müller hatte Furcht. Unglaublich. Die weinende Frau. Weißt du, dass du eine weinende Frau vor dem Haus hast? Ich habe ihren Gatten getötet. Was? Du hast ihn getötet? Er ist der Henker. Er wurde rechtmäßig verurteilt. Sie wusste, dass es geschehen würde. Und warum ist... Die Leute würden sie aus der Stadt jagen. Sie hat hier niemanden. Ich dachte, ich kümmere mich um sie. Aber es soll wohl nicht sein. Aha. Weshalb? Das fragst du noch? Ich kann mich nicht einmal zu den anderen ins Wirtshaus setzen. Wenn ich einmal sterbe, schieben sie mich bestimmt mit einem Stock ins Grab, um meine Leiche nicht zu berühren. Oh. Ist das wirklich so schlimm? Ich beklage mich nicht. Die Arbeit wird gut entlohnt, aber man lebt wie ein Ausgestoßener. Ich werde sie auch schief ansehen, bloß weil du mit mir sprichst. Und davor fürchtet sie sich auch. Heftig. Genau. Hat sie keine Familie? Hat die weinende Frau keine Familie? Keine, von der sie weiß. Armes Ding. Du könntest ihr allerdings helfen. Ich? Aha. Wie? Ihr Gatte könnte noch Verwandte haben. Mit mir wird niemand sprechen. Aber du könntest mehr in Erfahrung bringen. Wenn sie bei dir bliebe. Sowas. Was würde sie erdulden müssen, wenn sie bei dir bliebe? Viel, das versichere ich dir.
Die meisten würden sich nicht mit ihr abgeben, zumindest nicht öffentlich. Und hätten wir Kinder, wäre es für die noch schlimmer. Ein glückliches Leben hört sich anders an. Dame Henkel. Es ist doch sein Gutes. Die Arbeit wird gut entlohnt und auch irgendwie geschätzt. Und will jemand einen Knochen richten lassen, ist mein Ruf schnell vergessen. Ja, super, ganz toll. Weshalb willst du ihre Sippe ausfindig machen? Willst du nicht, dass sie bleibt? Doch, sie ist eine wunderbare Frau. Aber ich will sie nicht gegen ihren Willen festhalten. Dieses Leben ist nicht für jeden. Okay, na gut, was soll ich machen? Ich bin gespannt. Wie soll ich die Verwandten ausfindig machen? Frag Eliska selbst. Sie weiß ein bisschen über sie. Aber letzten Endes wirst du vermutlich dennoch mit dem Vogt sprechen oder in den Aufzeichnungen des Rathauses nachsehen müssen. Das klingt doch nett. Ja, ich helfe dir, natürlich. Mal sehen, was sich machen lässt. Danke, wenn auch nur für den guten Willen. Okay, für den guten Willen. Also der ist mir nicht böse, dass ich ihn beklaut habe. Alles gut. Und ich dachte schon, ich habe schon die schlimmsten Befürchtungen gehabt, dass wenn ich hier reingehe, dass ich dann widerrechtlich da drin bin, dass ich nicht mit ihm sprechen kann. Das übliche irgendwie. Aber das passt. Oh Gott, das ist nett hier. Da. Immer noch am Heulen. Komm her, gute Frau. Hallo? Hermann schickt mich. Wo bin ich nur geendet? Nicht verzagen. Es könnte schlimmer sein. Nicht verzagen, Heinrich. Es wäre schlimmer. Viel fehlt nicht mehr. Okay, na gut. Guck mal, was da passiert hier. Dich nach deiner Familie fragen? Was willst du wissen? Hatte dein Gatte keine Verwandten? Vielleicht. Ich glänze so. Ein paar erwähnt, aber wir waren nie zu Besuch. Und mehr weißt du nicht? Nein. Aber wenn sie auch nur annähernd so sind wie mein Göttergatte, wird der Vogt sie kennen. Ah, okay. Hast du denn keine Verwandten? Jemanden, der dich aufnimmt? Nein. Die Pest raffte sie dahin. Oh je. Dann bin ich bei meinem Mann gelandet. Ich wusste, dass sie ihn eines Tages aufknüpfen. Irgendwie klingt das komisch, ich weiß auch nicht. Das genügt. Das war alles. Ich kann nicht. Okay, wir sollen zu Vogt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie klang das komisch. Sie ist irgendwie, sie kennt niemand und sie ist dann dort gelandet und dann ist sie halt jetzt dort gewesen und irgendwann wurde aufgeknüpft und was jetzt? Irgendwie klingt das so kindisch, so von wegen, ich bin 3 Jahre alt und ich weiß nicht, wer wird sich denn jetzt um mich kümmern? Oh, da waren sich lieber. Nein, schon, dass ich mit dir rede. Hör zu. Alle werden sich von mir abwenden. Oh, auf zu heulen, in Gottes Namen. Oh Gott, der Arme. Mal gucken, hat er noch was? Achso, Übung, was war das? Hundemeister, was? Hundemeister? Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Oh, mein selbstverständlich. Boah. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Oh, 20 Groschen. Gut, ist mein Hund wird sich freuen. Womit habe ich das verdient? Ich habe nicht genug Geld. Nie wieder werde ich alles Geld weglegen. Ich wollte mich ja... Ach, sein Mist. Tut mir leid, für den Preis übe ich nicht mit dir. Ja, da lass das. Ich habe ja mein gesamtes Geld, bis auf den letzten Groschen im Privislawitz versenkt. Weil ich dachte, so kann ich mich dazu zwingen, schnell wieder neues Geld zu verdienen irgendwie. Und jetzt ist es da und ich brauche kein... Und ich habe kein Geld und ich finde niemanden, wo ich... armes Ding, ich setze mich gleich zu der heulenden Frau und weiß nicht wohin. Gut, gucken wir mal da rein. So, wo ist es denn jetzt? Zähe Liebe. Finde beim Vogt mehr heraus. Ruhelose Geist, warte, bis der Apotheker das Buch gelesen hat. Das haben wir letztes Mal gemacht. Beweise sein können, indem du Baumler im Kampf besiegst. Das wollten wir noch machen. Hans Carpon, finde ich nicht. Sobald er sich mal blicken lässt, gehen wir da hin und geben ihm seine beknackte Kette zurück. Und jetzt gucken wir nach dem Vogt. Der Rathaier-Vogt, denke ich mal, ja. Der Rathaier-Vogt. Also gut, da gehen wir mal zurück. Den ganzen Weg außen rum wieder. Ja. Und wann haben wir das Schild angelegt? Nicht. Gut. Ups. Ja. Und ich muss mal nach Scarlitz. Ich höre immer wieder den Tipp, ja, geh nach Scarlitz. Da prügeln sich Banditen und da kannst du hinterher alles plündern. Ich habe das ja ganz am Anfang auch schon gemacht. Folge, weiß ich nicht, unter 20, glaube ich. Bin dahin und hab die einfach ausgenommen.
und hatte seitdem irgendwie Geld und auch meine erste ordentliche Ausrüstung bekommen und hatte da noch ein ganz schlechtes Gefühl, so von wegen, ich will doch das Spiel alleine spielen und so und nicht einfach davon profitieren, dass irgendwie wer anders sich prügelt. Aber ihr habt alle gesagt, ja komm, nimm was du kriegen kannst. Ja, wir brauchen Geld, liebe Leute. Manche werden sich gleich mal wieder einen Banditen zu finden. Ja. Wir können aber gucken, ob wir vielleicht zufällig irgendwie so ein Banditenlager in der Nähe haben. Aber da mal hingehen. Gucken, was so ist. Wo bin ich denn hier? Achso, der Bader hier. Ja. Gut, da gehe ich vielleicht auch nochmal zum Schneider. Mist. Und wollte da nähen lassen, kann nicht, weil ich habe kein Geld. Gott, verdammt. Okay, vielleicht haben wir hier irgendwo eine Banditenquest hier. Mal kurz gucken hier. Klötze der Flüsse, Festmahl für die Bettler, die alte Dame hat Arbeit für mich. Bah, diese ganzen Klau-Quests hier. Tierhäute, Wilderei-Quest. Tötet den Anführer des Lagers. Wo war das denn? Du warst wirklich krank. Ich will nur gucken, wo das ist. So, zeig mal her. Da hinten. Neuhof. Bei Neuhof. Ach, da. Oh, den haben wir doch getötet. Wir waren dort und haben den getötet und konnten aber das Ding nicht mitnehmen. Das was weiß ich, was das ist. Das war irgendwie so ein Dings da von ihm. Und das müsste jetzt da oben im Pfarrhaus liegen. Gehen wir da mal hin. Vielleicht ist da jemand da, der mir das gibt. Letztes Mal bin ich eingebrochen, hab's mir selber genommen. Ist natürlich riskant. Ja, da gehen wir hin, holen uns das Teil und dann kriegen wir vielleicht gleich eine Belohnung und haben dann wieder Geld. Das wäre doch was. Oh, gesunde Ernährung. Natürlich, so bin ich halt. Komm da rüber. Plötzlich, komm. Ah! Unfassbar. Bestes Pferd. Wieso soll ich es jemals austauschen? Bettler überall. So, was ist hier? Komm da rein. Öffnen. Aha. Ah! Privater Bereich. Ja, Hau ab! Boah, so unmöglich, unhöflich. Rattei, nein. Dann viel Glück. Entschuldigung, wo ist jetzt die beknackte Kiste? Entschuldigung! Ja, es tut mir leid. Oh. Ja. Verschwinde, verdammt. Hier hast du heilige... Du machst mich fertig! Was soll das denn? Ich krieg doch mein Ding da zurück. Oh. Kann ich irgendwie helfen? Hau ab. Hat er jetzt abgeschlossen. Bitteschön. Beweg dich. Noch etwas? Habt ihr jetzt hinter mir her? Der sieht mir irgendwie ähnlich übrigens. Hä? Ich würde den gerne umhauen. Das geht wahrscheinlich jetzt nicht. Ah! So ein Mist! Noch etwas? Jetzt hau ab! Was willst du hier? Nicht, dass der die beknackten Wachen. Das ist ein Pfarrer, der darf so nicht reden. Was soll denn das? Hat er nichts anderes zu tun, als wieder herzulaufen? Ich würde da ja reingehen und versuchen, ob ich ihn umhauen kann. Wer ist da? Ich will eigentlich nicht riskieren, dass da die Wache kommt. Was war das denn? Aha. Ja, ich weiß, ich bin nicht gut angezogen dafür. Ich will nur kurz rein, mein Zeug holen. Ich meine, das ist doch. Ich darf das Zeug doch holen, oder? Wollen wir gucken mal kurz rein. Ich hab doch da irgendwas. Töte den Anführer des Lagers. Fundsachen, da ist es doch. Begib dich wegen der Fundsachen zum Rataya Pfarrhaus. Ja, da bin ich jetzt. Gib mir das blöde Zeug. Hey, wer ist da? Scheiße, ich hab eine hundertste Sekunde zu spät gedrückt, dann hätte ich ihn umhauen können und dann wäre Ruhe.
Mann, ich will jetzt echt umziehen wegen dem Scheiß. Nur damit ich an die blöde Kiste rankomme. Warte, ich mach das Spiel nicht fertig. Wieso kann ich einfach mit dir reden oder gib mir das Zeug? Letztes Mal war ich dort und es war nie ein Pfarrer da. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich einbrechen. Wenn nie jemand da ist, ich bin mehrmals hingegangen. Das ist jetzt auch nicht besser, wenn der da ist. Gott verdammt, der Pfarrer. Und nachher kriege ich wieder Ärger, weil ich da reingehe und der ruft die Wache und... Wer ist da? Ich ziehe mich kurz mal um, damit ich den umhauen kann, wenn möglich. Manchmal macht mir das alles fertig. So, ich muss ein bisschen leiser sein. Für nix und wieder nichts eigentlich. Ist eigentlich so unnötig jetzt hier. Ich meine, wieso gibt's die Quest? Sporen sind es, die wir brauchen. Sporen des Anführers. Wieso gibt's die Quest, dass wir dort das Zeug abholen sollen, wenn er nicht will, dass ich das abhole? Kann ich ein bisschen leise sein? Hat er? Achso, müssen wir vielleicht andere Schuhe anziehen? Also haben wir schon. Er ist immer noch zu laut, der Trottel. Oh, ich habe hier noch. Oh. Die Brigantine an. Wieso ist der so laut? Viel zu laut. Ah. Sehr gut. Anders geht's halt nicht, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das die richtige Kiste ist, aber wir gucken mal. Also ich meine, die richtige Tür. Da ist nicht mehr was! Ich fass es nicht. Stehlen? Wieso soll ich das denn stehlen? Das ist doch meins! Ja, dann stehle ich ihm das blöde Geld auch noch. Also nicht zu fassen. So, jetzt habe ich wieder mehr Geld. Jetzt kann ich wieder mir ein bisschen was kaufen, eine Brezel oder sowas. So, wir gehen. Das, so ein Stress hätte jetzt echt nicht sein müssen. Gut. Also echt, wieso wird... Und es ist jetzt als gestohlen gekennzeichnet. Warum denn das? Falsch. So. Hemd von Stefanie. Schuhe. Haben wir jetzt ordentliche Schuhe an? Müsste passen. Wo ist das Ding denn jetzt hier? Sporen des Anführers. Ne, das ist ja ein Questgegenstand. Da ist er. Zweimal habe ich sogar. Du. Ja, jetzt haben wir es. Gut, auf zu... Wie heißt der Hauptmann? Bernhard? Zeig mir die Sporen des Anführers. Da gibt's schon Geld. Und dann hätte ich lernen können, oder könnte ich lernen, wie man mit dem Hund am besten umgeht. Ja. Den ich ja gar nicht hab. So, ich bin mir nicht... Moment, ich bin mir sicher, ob der Bernhard schon da oben ist. Ich glaube, ab 11 oder was steht er da oben rum? Da oben, im Schloss ist er. Ja. Vielleicht läuft ja auch der Kapern da zufällig irgendwo rum. Oh, Plätze. Ja. Ich bin so froh, dass ich dich... Also, das, ich hätte es absolut erwartet, dass ich erwischt werde, dass er die Wachen ruft und irgendwie wieder alles eskaliert, nur weil ich da oben ran wollte. Und ich kann es kaum glauben, dass es alles gut gegangen ist. Da ist er ja. Voll ineinander reingelaufen. Schütze dich. Frontal. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Natürlich. Ja, hier. Gute Arbeit. 100 Groschen, sehr das schön. Das ist nicht alles. Auf der Straße Richtung Sasau gab es Ärger. Höchstwahrscheinlich befindet sich auch dort ein Lager. Ist gut, ich sehe mich dort um. Töte den Anführer des Lagers. Oh, stopp, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ach komm, hör mal auf, so zu... So, was haben wir hier noch? Trophäen, was? Noch mehr? Was? Ich hab den auch schon umgebracht, das geht's doch nicht. Was? Das Lager ist Geschichte. Anscheinend habe ich das alles gemacht. Hast du den Beweis? Heilige, was ein Geldsegen hier. Hm, das höre ich gerne. Sieht aus, als wäre deine Arbeit hier in Rathai getan. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Ha, ich dachte, da gibt's mal wieder neu. Okay, stopp mal, aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thalmberg. Kumanen treiben dort ihr Unwesen. Ich soll Kumanen töten. Ich mache mich auf den Weg. So gefällt mir das. Nein, ich habe doch Trophäen, oder?
plünderte. Stopp, da war noch was. Stopp! Der hat wohl keine Zeit für mich. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Ha! Sehr schön. Geld ohne Ende. So, Verteidigung. Ja, komm, hau mal rein. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Das kostet zu viel. Selbstverständlich. Das kostet bestimmt. Ich habe kein Geld. Etwas fortgeschritten. Weiß ich nicht, wie weit ich jetzt bin. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Ah, 180, der spinnt ja wohl. Ist das nicht etwas viel? Der steht doch im allgemeinen Dienst hier. Warum soll ich denn Geld bezahlen? Ich zahle ja auch meine Steuern schließlich. Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ah, der macht mich fertig. Wollen wir ein bisschen... Ja, komm, machen wir es mal so. Einverstanden. Hör gut zu. So, jetzt habe ich gut zugehört und bin äußerst gut im Verteidigen. Sehr schön. Dann gehen wir noch kurz zur Schneiderin und lassen uns das Hemd der Herrin Stefanie flicken. Genau, und dann wollte er zu Po. Ja. Meine Güte, so viel erledigt. Es fehlt nur noch der Hans Carpon, der alte Trottel, der Würfler-Buddy, der Badehaus-Buddy, der Bade-Buddy, genau. Ja, komm, spring mal darüber. Platze. Okay. So. Schneider. Da drin. Stefanie! Ah ne, sag gar nicht die Stefanie. So, Madame. Halt, das ist die falsche. Gott schütze dich. Die kann das nicht. Sie kann das nicht. Lebe wohl. Das kann nur der Schneidermeister. Gott segne dich. Kann ich dir helfen? Aber hallo. Alles Gute. 42 Gold. Ja, falschen wir natürlich. So viel zahle ich nicht. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Soll aber dringend dafür sorgen, dass ich mehr als 250 Groschen da habe, falls irgendwas wieder passiert und ich mich freikaufen muss. So. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. So. Endlich eine vernünftige Summe. 4 Groschen gespart. Das ist wichtig, liebe Leute. So. Ruf verbessert. Sehr gut. Jetzt ist das Hemd in Ordnung. Ich habe alles an, Grabblumen. Also, kommt mal kurz gucken, ob der Kollege da hinten... ich bin schon ganz sauber. Ob der schon das beknackte Buch gelesen hat. Hallo? Stopp. Hast du es schon gelesen? Oh, Heinrich. Welch großartiges Buch. Ich habe gefunden, wonach wir suchen. Er hat's gelesen. Es wird nicht leicht. Der Zauber muss am Grab der Person gesprochen werden, die die Seele des Mannes davon abhält, Frieden zu finden. Und dabei muss etwas aus seinem Haus verbrannt werden. Ach, natürlich. Warum ist es nie etwas Einfaches? Sich mit den Toten abzugeben, ist eben eine komplexe Angelegenheit. Ich muss also wieder was klauen. Stell der Frau weitere Fragen. Sobald du weißt, was du wissen musst, hol etwas aus seinem Haus und finde das Grab der Person, die seine Seele davon abhält, Frieden zu finden. Dann komm zu mir zurück, damit wir den Geist gemeinsam verbannen können. Jesus. Und ich dachte, die Lebenden seien kompliziert. Also, der Geist... Also, wir haben anscheinend 2 Tote. Ein Geist, der die Dame heimsucht die ganze Zeit, und der soll ja verschwinden. Und der verschwindet deswegen nicht, weil irgendein anderer Geist ihn aufhält oder sowas. Wir müssen an das Grab Destiny, der ihn aufhält, und da irgendwie ein Zauber... Oh mein Gott. Verstehe ja die Toten. Also ich tue es nicht. So, egal. Wir müssen jedenfalls... Nach weiß ich auch nicht, wo die steckt. Die Tante irgendwo in Letschko oder sowas. Okay, genau, zum Vogt. Hier, was ist Ledetschko oder so? Honig, süße Worte. Was war das? Hans Carpon. Da komme ich nicht mit klar. Vorräte, was ist das? Er richtet das Geschäft. Achso, im Prübislawitz. Ein neues Zuhause. Herr Dübsch, renoviere die Kirche. Oh, für sowas habe ich kein Geld. Ich spinne da wohl. Plünderne Kumanen. Achso, ja, da soll ich darüber. Machen wir was anders. Dann machen wir
das hier, weil wir da demnächst auch noch hingehen wollen. Baumler umhauen. Das kann man, glaube ich, einmal am Tag versuchen. Und letztes Mal habe ich gnadenlos gesagt. Ja, okay. Erstmal zum Vogt. Der sitzt wahrscheinlich wieder in seiner Schreibstube. Da soll man rausfinden, mit wem die Dame da verwandt ist, oder was? Würdest du bitte... Stopp, achso. Wieso hat er sich gerade nicht mit sich reden? Gott schütze dich. Trottel. Gott schütze dich. Okay, was ist Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Okay. Was war denn das gerade? Sprich mich nicht an. Kennst du Eliska? Die Frau des Kerls, der kürzlich gehängt wurde? Die, die jetzt beim Scharfrichter ist? Genau die. Das ist stadtbekannt, dass sie jetzt das da oben sitzt und heult. Das kann hart sein. Ja. Und weißt du, ob sie hier in der Gegend Anverwandte hat? Woher soll ich das wissen? Nun, entschuldige mich, ich habe zu tun. Wie soll ich denn wissen? Ah, okay, also der hat... Der ist gut in Bedrohung oder sowas. Der Vogt, wer hätte es gedacht? Du schuldest mir was. Hör mal, Vogt. Ich glaub, habe dir schon ein, zwei um diese Wasser- und Scheiße-Quests. Willst du mir wirklich nicht aushelfen? Also gut, aber beeil dich. Ich habe hier einen Berg Arbeit. Ich wüsste gern, ob Eliskas Gatte in der Gegend Verwandte hatte. Sag dem Schreiber, ich habe dich geschickt. Wenn jemand etwas weiß, dann er. Der Schreiber. Wo finde ich ihn? Er hat ein Leiden, also wird er sicher in seiner Kammer über dem Studierzimmer liegen. Im obersten Stockwerk des Rathauses. Oh, da darf ich hin? Da bin ich immer bloß eingebrochen bisher. Aha. Er hat ein Leiden. Ein Rückenzirpen oder sowas. Ist das jetzt erlaubt oder nicht? Also Schlosserkranken ist, glaube ich, nie erlaubt. Ich versuch's mal. Aber er hat ja gesagt, geh dahin, mit meiner Erlaubnis. So, jetzt ist er wieder unrechtmäßig da drin wahrscheinlich. Ja. Er hat ein Leiden. In seiner Kammer. Oberhalb der Schreibstube. Nicht, dass sie die Pest hat. Hier ist kein Schreiber. Oh. Was mag da drin sein? Das Schloss ist zu kompliziert. Ich könnte irgend so einen Trunk trinken. Trank trinken. Ach. Ein Leiden. Da ist gleich bloß eine Kapelle hinter. Und was war jetzt? Bin ich hier und der beknackte Trottel ist nicht da. Da wird man von Pontius zu Pilatus geschickt. Und man fragt den Schreiber. Das ist ja ganz woanders. Ist vielleicht doch da drin, hä? Ich bin doch hier im Rathaus. Oder bin ich jetzt hier falsch? Da wird ja nicht eingeschlossen sein, der arme Kerl. Mit seinem Leiden. Was aufgeben? Ah, werde ich verfolgt. Was ist denn da los unten rechts? Ich kann aufgeben? Ich hab's verbockt oder was? Ich gebe auf. Hab ich dich. Dir werd ich's zeigen. Woher wussten wir, dass ich hier bin? Was Gerechtigkeit bedeutet. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das ich zu hoffe, musst du einiges hinlegen. Wird jetzt nicht blöd. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Geld. 30! Nur 30. Aber warum? Ich weiß nicht warum. Das hat mich doch keiner gesehen, oder? Na gut, guck mal, vielleicht kann ich mich rausreden. Was habe ich jetzt? 20 Redekunst oder 16? Geheimer Auftrag. Ich versuch's mal. Du machst einen großen Fehler. Oh, wenn du wüsstest, wie du da hineingeraten bist. Ein Glück. Das wird kein gutes Ende für dich nehmen. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Ja, geh du doch. Tschüss, Wächter. Und was war? Aber warum? Da ist er mit seinem Leiden. Ah! Hier darf ich sein. Hier darf ich sein. Wie soll ich denn... Oh. Da hinten kommt... Ah, hier war ich auch noch nie. Was
ist denn hier passiert? Aha. Zu Schande, ich bin... Okay, ich bin durch den, das Haus des das Vogtes durchgelaufen, hätte ich sagen müssen. Keine Ahnung, wo ich da rauskomme. Wir gucken gleich mal. Sehr interessant. Da war ich doch nicht im Rathaus. Okay, na gut. Ich war das nicht. Machen wir wieder zu. Warte mal, kann man da was klauen? Der ist ja hinüber da hinten, oder? Guckt nicht hin. Die Kumanen! Da konnte ich was lesen. Ich habe keine Lust auf Dieb, ist gut. Außer, es sind Groschen da drin. Der neue Rat von Smil Flaschka. Aha. Lass er das, oder? Ein bisschen Geld noch. Müssen ganz kurz noch schnell mal hier reingucken. Ich gehe jetzt. Ja, ich will nicht wieder verknackt werden. Tür zu. Die war nicht abgeschlossen. Gehen wir weiter. So, jetzt reden wir. Oh, ich bin doch lieber ein gesetzestreuer Bürger. So, reden wir mal. Schön, dich zu sehen. Der arme Leidende. Der Vogt schickt mich. Das ist etwas anderes. Was benötigst du, mein Freund? Aha. Aufzeichnungen über die Leute. Steht in deinen Aufzeichnungen geschrieben, wer wo lebt? Glaubst du etwa, wir führen Buch über sowas? Die Leute vermehren sich wie die Karnickel. Aber ich dachte, dass im Rathaus, in den Büchern... Junge, Aufzeichnungen gibt es nur über Abkommen, Strafen, Besitzrechte und so weiter. Wenn es nicht gerade um einen Edelmann geht, dann steht da erst recht nichts. Eliska wird darüber nicht erfreut sein. Eliska? Meinst du zufällig die, die in die Mischex eingeheiratet hat? Ja, genau, du kennst sie? Natürlich. Ich habe früher mit dem alten Mischek gewürfelt. Er hatte einen Sohn. Netter Junge. Wie geht es ihm? Er ist eingebunden, das ist gut. Oh, gerade schnürt ihm die Arbeit ziemlich die Luft ab. Er soll vorbeikommen, wenn er wieder Luft hat. Und wo leben die Mischeks jetzt? Schieß. Ein Katzensprung von Ratai entfernt, bei einem Fischteich. Danke. Aha, das reicht anscheinend dem Heinrich. Nein, komm. Das haben wir schon so oft gefragt. Mit dir sein. Statt der Familie von Eliskas hingerichtetem Ehemann einen Besuch ab. So, jetzt guck mal, wo hier dieser geheime Weg hier rauskommt. Ist das Schlossknacken leicht? Ah, komm, wir gucken mal kurz da rein hier. Leichtes Schloss, das macht der Heinrich aus dem FF. Mit dem linken kleinen Finger. Unrechtmäßig! Oh mein Gott. Ah, oh nein. Also ich denke mal, wenn es zugeschlossen ist, dann wird dahinter keiner sein, der mir ins Gesicht springt. Es gibt ja auch alles... Ach Gott, eine beknackte Vorratskammer. Es gibt ja auch alles Punkte für Taschen... nicht Taschen... was weiß ich. Schloss knacken, so. Oh, lauter arme Leute-Zeug. Soll das auch noch machen? Ich höre gerade nichts. So, mal gucken. Das hat er wahrscheinlich gehört, oder? Ich gehe. Ich habe die Hosen voll. So. Das ist zu lange zu gut gelaufen. Was ist das? Kurz hin. Das ist die Kapelle. Das ist die Kapelle, von der ich dachte, dass die oben wäre. Oh, die sieht aber auch geil aus. Wirklich, wirklich, wirklich. Sehr schön. Man ist begeistert. Schlossknacken. Ich sag's gerade noch, ich war nicht mehr. So. Ah, stehlen. Achso, 1000 Bücher. 200 Groschen. Ich würde gerne nur die nehmen, die meine Fähigkeiten verbessern. Steigrecht, technische Füchsin und der Krug, Markgrafenkriege, Gebetsbuch, König, Siegesbund, Liebbusser, Lebensgedicht der Wenzel. Also, es verbessert alles die Lesenfertigkeit, aber ich weiß nicht, ich kann auch lesen. Was soll ich denn da verbessern?
Wir gehen jetzt. Wir wollten gucken, wo die geheime Treppe hier rauskommt. Das hätte mir viel Ärger erspart. Habe ich jetzt einen schlechteren Ruf, weil ich hier erwischt wurde? Nee, ich konnte mich ja reinwaschen. Ich konnte ja jetzt sagen, ja, ich habe einen geheimen Auftrag hier. Ja, da wird ja alles gut sein, denke ich mal. Ja, beim Fischteich leben die. Hier. Ah, da sind wir schon öfters mal vorbeigeritten. Auf dem Weg zu dem Plünderern und so. Na gut, wunderbar. Liebe Leute, wir sind schon am Ende der Zeit für heute angekommen. Dann mache ich für heute hier mal Schluss. Nächstes Mal geht's weiter. Wir reiten da direkt hin. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier diese Radteil-Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss. Oh, ihr solltet besser aufpassen beim Reden.